So, hi und hallo mal wieder. Wie ihr seht, wieder ein Päckchen von meinem Internetdealer bekommen. Und was da drin ist, das habt ihr ja schon im Titel gelesen. Star Wars Force Attack Extra. Ja, es gibt wirklich ein Starterpack. Zwar nicht bei uns erhältlich, aber innerhalb von 5 Tagen ist es da. Und wenn es die Karten schon gibt, möchte ich auch das passende Starterpack dazu haben, mit der limitierten Karte. Das ist ja wohl ganz klar. Und jetzt enthülle ich es. Da ist es wirklich. Mit die limitierte Karte. Hä? Extra. Steht sogar hier drauf. Und ein ganz anderes Cover. Wie sich das gehört. Richtig cool, wie ich es finde. Das lohnte sich wirklich, die 5 Tage zu warten. Und wo ihr das natürlich sicher, bequem, günstig bestellen könnt, werde ich natürlich unter ein Video verlinken, weil das muss sein. Bei den neuen Sammelkarten, bei der neuen Sammelmappe muss extra draufstehen und nicht eine alte nehmen, wo man die Karten reintun kann. Hammer, geil. Und dann auch sofort eine limitierte dabei. Und wie die Sammelmappe jetzt aussieht, das zeige ich euch. Richtig genial. Das ist die limitierte Karte dabei. Die ist nämlich bei Deutschen auch nicht zu haben. Aber ich bin ein Fan. Ich sammle die Booster-Sammelkarten. Also möchte ich dazu auch die passende Sammelmappe haben. Richtig cool. Vorderseite. Oh, das Spielbrett alleine. Das sieht ja schon genial aus. Und bei den Deutschen gibt es das nicht. Und die Rückseite. Bauen wir es mal zusammen. Also wie gesagt, wo ihr den Starterpack sicher, bequem und günstig bestellen könnt, werde ich unter ein Video verlinken, weil ich finde, wenn es die neuen Booster gibt, soll es auch eine Sammelmappe dafür geben. Deswegen habe ich sie mir von Amazon Deutschland bestellt. 5 Tage hat es gedauert, ist zwar ein englischer Anbieter, aber Amazon Deutschland hat sie vor Ort. 5 Tage hat die Bestellung gedauert und hier ist sie nun. Extra. Force Attack Extra. Das ist hammergeil. Das freut mich, hier richtig genial gemacht. Wie ich finde. Also, das war das Unboxing, das Starter-Set oder Sammelmappe. Und die passenden Booster dazu, das sind diese hier. Wie ihr seht, werde ich jetzt anschließend machen, weil ich möchte ja meine Sammelmappe sofort richtig vollständig kriegen. Also, es gibt es wirklich einen Starterpack oder eine Sammelmappe, ganz wie ihr es sehen wollt, mit extra. Ich hoffe, ich konnte euch zeigen, dass sie gibt und sage deshalb, wie immer, guckt hin und schaut zu.